So, hallöchen Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Aufnahme hier in unserer wundervollen Minecraft-Welt, die, ich kann es nicht oft genug betonen, wie gut die mir doch gefällt. Ich finde die Welt einfach so hübsch hier. Wir haben es echt gut erwischt. Also da hinten mit dem Berg bin ich etwas unzufrieden, da müssen wir was draus machen. Aber ansonsten leben wir hier doch wundervoll. Ich habe mir in letzter Zeit relativ viele hochdatig. Ganz kurz einen Frame-Ruckler, woran liegt das denn? Ich habe mir in letzter Zeit öfter mal überlegt, was man denn machen könnte. Ich würde auch gerne noch mal ein bisschen in die Richtung jetzt auskundschaften. Bevor wir jetzt groß weiterbauen, habe ich denn was zu essen? Nein, habe ich natürlich nicht. Habe ich hier in der Kiste was zu essen oder im Ofen? Habe ich natürlich nicht. Wen wundert es? Habe ich da... Doch, verglast habe ich das schon. Gut. Das heißt, dafür brauchen wir kein Glas. Ich würde gerne in alle Richtungen mal etwas auskundschaften. Nur halt, wohin gehe ich? Ich wollte eigentlich in unser Lager. Stuff. Es könnte problematisch werden, dass unsere Essensvorräte... Vorräte etwas am Ende sind. Da ist hier rote Beete oder so. Wow, das hat ja viel gebracht. Sugarcane, wenn wir Milch hätten, könnten wir einen Kuchen backen, glaube ich. Milch haben wir halt leider nicht. Wir haben aber dafür eine Pferderüstung. Ja, lass mich mal... Nein, wir haben nichts zu futtern. Doof, aber muss man mit leben. Gut, der Weg hier stört mich ein bisschen. Das muss man ein bisschen anpassen, finde ich. Sollte man auf jeden Fall vielleicht... Mit Treppen vielleicht anderweitig. Oh, die Erde kommt mir ziemlich laut vor, wenn ich die abbaue. Ich hoffe, das ist... Vielleicht muss ich gleich nochmal an den Ingame-Sounds rumschrauben. So, auf jeden Fall werde ich hier den Berg etwas anpassen zu... Ich hatte auch letztens eine Idee, wofür wir verdammt viel Erde brauchen werden. Das heißt, es ist jetzt gar nicht so unangebracht, hier doch etwas den Berg abzutragen. Auf jeden Fall so ein bisschen, nicht arg. Hier, das müsste theoretisch schon reichen. Dann fälle ich gleich noch den Baum, damit es nicht ganz so kacke aussieht, dass der hier so am Rand steht. Komm, dann nehmen wir den mit. Ich gehe auch gleich nochmal ins Lager und sortiere unser Inventar ein. Wir haben natürlich wieder viel zu viel Zeug dabei. So. Vielleicht kann man dabei dann auf dem Rückweg auch noch Treppen mitnehmen. War das jetzt... Das war ja da zu viel, oder? Nein, das muss so. Das ist hier ja auch so auf der Seite. Sieht man doch. So, da muss ich auch, glaube ich, Hardslabs machen. Halt, das müsste bei Stein sein. Oh, wir haben ja noch viele Steintreppen, Mensch. Kabel haben wir aber noch. Brauchen wir Steintreppen und Half Slabs? Ah, alles klar. Mach mal 20. Dann haben wir 24. Das sollte, glaube ich, erstmal reichen. Das sind Zäune, die will ich nicht. So, und den Rest nehmen wir wieder bis so mit, in der Hoffnung, dass es reicht. Dann muss ich hier halt noch Koblö reinmachen, damit es halt hier nicht so ein Zwischending ist. Ich habe mir auch schon überlegt, ob wir vielleicht unsere komplette Stadt so erhöht bauen, dass wir da noch eine Steinwand, dass wir das ausfüllen und hier komplett so eine Steinmauer rumziehen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das gut aussehen würde. Deswegen, ich lasse das jetzt erstmal. Ich bin mir da nicht sicher, ob und wie das aussieht. Wo habe ich denn... Da habe ich die Treppen. Ah, ich glaube, die reichen nicht. Gut, dass ich gerade noch so meinte, oh, das reicht locker. Das reicht bestimmt. Hast du gut gemacht. Vergangenheits-Daro, du kannst mich mal. Warum steht... Hallo, du einsamer Holzblock.
Was machst du hier in der Wildnis so ganz alleine? Er wollte abgebaut werden. Er hat darauf gewartet, dass ein einsamer Weltenbummler vorbeikommt und ihn mitnimmt. Nach Narnia oder so. Keine Ahnung, weiß nicht. So, wie ich mir das jetzt mit den Half-Slabs vorgestellt habe, weiß ich nicht ganz. So. Da müssen wir jetzt wieder... Nee, da muss jetzt wieder ein Half-Slab hin. Ich mach das jetzt erstmal. Da muss wieder ein Cobblestone hin, glaube ich. Hä? Bitte was? Bitte. Hä? Was habe ich denn? Moment, Leute, ich bin verwirrt. Es tut mir leid. Ich meine, das stellt einen flüssigen Übergang in den Fels da natürlich. Da verschmilzt der Stein mit dem Felsen und das steht dafür, dass wir hier mit der Natur im Einklang leben. Das ist symbolisch. Oder so. Sagen wir, es sieht auf jeden Fall interessant aus. Was machen wir anders? Warum ich das jetzt mit den Half-Slabs mache, ich weiß es nicht. Da brauchen wir einen Half-Slab. Nein, Moment, der war jetzt wieder zu viel des Guten. Und hier muss einer weg. Richtig, weil hier... Ich hab verrafft, dass hier es noch einen Block nach hinten geht. Das, dann mache ich das aber so. Interessant. Interessant. Nicht schön, aber selten. Gut, dann packen wir mal... Das ganze Holz müssen wir erstmal... Das Holz... wegpacken. Weil was auch immer wir jetzt tun, so viel Holz werden wir nicht brauchen. Erde. Gut, die wird bald an ihre Grenzen kommen. Und da Sand auch irgendwie Erde ist... Gut, irgendwie nicht. Aber irgendwie ist... Ja, gut. Ihr wisst, was ich meine. Was ich versuche auszusagen. Ich glaube, ihr wisst auch das nicht. Gut, ich schweige. Manchmal ist Schweigen doch einfach Gold. Das ist übrigens, ich habe das noch nicht angesprochen, aber es ist vermutlich jetzt die letzte Aufnahmesession mit dem Mikrofon. Ich krieg, wenn alles gut läuft, morgen mein neues Aufnahmemikrofon. Was den Vorteil hat, ich habe ja schon öfter erwähnt, das Mikrofon, mit dem ich hier aufnehme, das sieht nicht schön aus halt. Das Mikrofon, mit dem ich hier aufnehme, ist eigentlich mein Gesangsmikrofon von meiner Band. Was halt, das hört man ja, ihr habt jetzt bis jetzt immer einen ziemlich starken Hall im Hintergrund. Und das wird mit dem neuen Mikrofon halt nicht sein, weil es einfach dieser, Moment, ich weiß nicht, wie ich das, geh da weg, Stein, geh da weg. Das ist einfach, das Mikrofon nimmt alles auf. Dieses Mikrofon, das ich jetzt habe, Moment. Hier. Das nimmt komplett außenrum alles auf. Ich könnte jetzt hier hinter dem Mikrofon sein und ihr hört mich problemlos. Und ich kann vor dem Mikrofon sein und ihr hört mich problemlos. Und das neue Mikrofon hat eben den Vorteil, dass es nur Sachen von direkt vorne aufnimmt. Was eben dazu führt, dass ich diesen Hall-Effekt nicht habe. Und das... darf ich da dasselbe nochmal machen? Aber das müssen wir irgendwie anders machen. Ich bin am Überlegen. Ich will... Ich lasse jetzt einfach mal die Bombe platzen.
Ich möchte eine fliegende Insel bauen. Beziehungsweise vielleicht kann man es expandieren und etwas Größeres, nicht nur ein fliegendes Haus, sondern eine fliegende Dorfgemeinschaft tatsächlich. Ich habe noch keine Ahnung, wie genau ich das machen will. Und wo ist eigentlich meine Musik hin? Musik, hallo? Sie müsste gleich weitergehen, denke ich. Hallo? Ah! Okay, da ist meine Musik und... Hallo? Ah, jetzt geht wieder alles. Entschuldigung deswegen. Da ist mir im Hintergrund aus irgendwelchen Gründen Java abgeschmiert, aber Minecraft läuft offensichtlich weiter. Und meine Axt ist hinüber. Rip-Axt. Habe ich noch eine Ersatzaxt dabei? Natürlich habe ich keine Ersatzaxt dabei. Mensch, es wäre ja nicht ich, wenn ich eine Ersatzaxt dabei hätte. Ich muss mich ganz kurz kratzen. Da hat es mich gejuckt. Tut mir leid, dass ich da gerade die Kamera nicht dirigieren konnte. Habe ich im Stuff-Schrank noch Stickies, 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 Stickies? Nein, habe ich nicht. Machen wir jetzt noch schnell eine Eisenaxt. Und auf geht's wieder. Mensch, wir sind heute ja richtig produktiv. Ich bin heute wieder so lustig. Ich nehme hier einfach mal ein paar Bäume mit. Einfach weil ich Angst habe, mich sonst zu verlaufen. Ich kenne mich. Habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich dann gerne so eine kleine Schneise baue. Wir könnten auch etwas weiter links gehen und uns am Fluss orientieren. Wir sind hier ja auch schon mal lang gelaufen. Da ist der Fluss. An dem können wir auf jeden Fall etwas die Orientierung behalten. Hier ist jetzt natürlich Wald. Ist das ein Sumpf? Nee, das ist kein Sumpfbiom. Was bist du für ein Biom? Da ist auf jeden Fall ein sehr schöner Pilz auf den Gipfeln des Berges. Warum? Es irritiert mich einfach so, dass ich jetzt alleine hochspringe von mir aus. Okay, die Richtung gefällt mir jetzt nicht so gut. Da werden wir erstmal einen Bogen drumherum machen. Da ist Sumpf. Sumpf hin oder her. Ich wollte eigentlich gleich das Huhn schlachten, deswegen habe ich schon mein Schwert rausgeholt. Zack, one hit! Um etwas an Nahrung zu kommen. Das andere Huhn flieht schon. Komm her! Da! Aber da habe ich wohl etwas voreilig reagiert und das Schwert zu früh rausgezogen. So, ich will mich erstmal nur ein bisschen umschauen. Stirb, Huhn! Gib mir Fleisch. Ein paar Blümchen kann man ja mitnehmen. Ich wechsle jetzt mal auf was anderes, um meine Waffe nicht kaputt zu machen. Und hier ist eine Höhle. Oh, da geht's. Hallo? Interessant. Oh, hier ist voll die schöne Blumenwiese. Die nehme ich alle mit. Bin egoistisch. Niemand soll Blumen haben außer mir. Da kann man sich ja auch Wolle färben und alles. Blumen sind ganz nützlich. So, Huhn. Da ist ja sogar ein Schwein. Weißt du, was Schweine machen? Schweine sind... Beziehungsweise dadurch, dass sie nicht so weit weg sind, habe ich... Ich habe kein Weed. Man könnte ja überlegen, wie sich ein kleines Gehege zu bauen und die Hühner mit, die Hühner, die Schweine mitzunehmen. Da muss ich nur hier ein bisschen aufpassen. Sind die Rohstoffe? Hallo, Rohstoffe? Nein, keine Rohstoffe. Schade.